Rekord. Das zweite Set beginnt. Akuma mit 35% direkt. Oh, sehr. Prinz macht das sehr richtig, das kleine Shield von Akuma ausnutzt. Oh, schöne Kombination von Akuma und Zero. Schau mal kurz, was ich jetzt da am Anfang mache. Ja. Was war das? Abgeworfen, die Rüstungsteile. Okay. Wer war das? Ich war's nicht. Ich okay, wir können es ja herausfinden. Da Spieler 2, da steht es doch. Man muss einen Stock nehmen. Ja. Zero muss sich einen Stock nehmen. Er hatte eh schon hohe Prozente. Prinz ist sehr geduldig am Spiel, aber wird von einem Uptilt gekillt. Sehr schön von Akuma gemacht. Oh. Ziggy wird viel zu oft von der Side B getroffen. Okay, mach das. Ist, glaube ich, ganz lustig mit dir. Rufi, komm mal kurz her. Sag mal kurz irgendwas. Was, wer will was überhaupt? Hast du nicht gesehen? Jonas. Wer ist, welcher Jonas? John S. John S. kenne ich nicht, interessiert mich nicht, hallo. Jetzt nimm dieses scheiß Mikro da weg. Ich weiß, dass du es mir reinstecken willst, aber lass es. Oh! Was, Alter? Nein, tut er nicht. Oh, sehr schöner Kill von Akuma. Sehr geil gemacht. Das war offline. Auf Yoshi Island geht es weiter. Reh mit Stuhl. Ja, ja, ja. Prinz hat schon einen Stock verloren, baut hier aber ordentlich Druck auf Akuma. Okay.
Und Siggi jetzt mit ganz hohen Prozenten. Oh, da hat er Fahrt. Das ist doch das ist eine Fahrt. Waft. Warum heißt der nicht einfach Barrio. Fuß? Furz. Fuß, genau. Schöner F-Smash von Siggi. Up-Air-Juggles von Zero. Ah, da hat er... Oh, schön von Prinz. Ah, da hat die Down-Air fast getroffen von Siggi. Sehr schön von Zero gemacht. Was? Sag mal, was ist das für eine Männer? Lass es ihm sein. Zero muss langsam aufpassen, aber... Sehr schön von Siggi. Oh. Wenn Zero jetzt... Da wurde Siggi schon wieder von der Side B getroffen, das gibt's doch nicht. Schön von Siggi. Wenn jetzt Zero rausliegt, könnte das schon eine Art Vorentscheidung sein. Down Air und er überlebt es. An die Edge, ja. Oh. Und Zero überlebt auch den Down Smash. Oh! Ah, da rettet Zero Akuma. Hängt dran, hängt dran! Und Zero überlebt auch immer. Es ist gerade sau spannend. Oh! Nicht gerade glänzende DI, aber von Akuma umso mehr. Stirbt Zero? Ja! Zero stirbt durch ein, was war das, Up-Throw? Sehr beeindruckende DI von Akuma. Oh! Da killt Prinz Siggi. Und das war's! Sehr schön! Prinz benutzt ein bisschen mehr Tornado. Es scheint ganz gut zu funktionieren. Ah. Das sieht bis jetzt nicht so gut für Akuma und Zero aus. Aber sowas kann sich ja schnell wenden. Da müsste... Ich muss mal kurz raus. Oh! Jetzt sieht es wieder ziemlich even aus, weil Siggi einfach mal geedgehockt wurde. Schöner Furz. F-Tilt von Siggi. Da wird Siggi schon wieder von der Side getroffen.
schöne Abwehr und Zero überlebt das. Und der Abtilt von Akuma. Schöne Up-B von Prinz. Und Sigi landet genau in der Nähe von Akuma. Jetzt kommen die Reifen ins Spiel. Mal schauen, wie sich das auswirken wird. Und Zero stirbt. Leichter Vorteil jetzt für... Oh, sehr schön von Sigi. Sehr schön. Schöner Upper-Kill von Zero. Oh! Der hätte ja eigentlich geheadshot werden müssen, sonst... Schöner Part, sehr schön von Sigi. Hätte der auch noch Zero gekillt, dann wäre das mal sehr krass gewesen. Und schön von Prinz. Jetzt sind Sigi und Prinz im Vorteil. Schöne Kombination. Da wird Prinz von dem Bike getroffen. Und Prinz stirbt durch einen F-Tilt. Oh! Schön, näher out of shield. Bloody, das sagt der, der immer campt. Du beschwerst dich über Zeitverzögerung. Es geht weiter auf Delfino. Oh, da hätte fast der F-Smash von Prinz getroffen. Es ist so ziemlich even gerade. Da trifft die C4 Sigi. Und der Down Smash killt Zero. Und Akuma. Wenn Prinz jetzt den Stock halten kann, könnte das sehr viel bedeuten. Edgehog. Oh, Zero muss noch nicht mal geedgehockt werden. Er stirbt auch so. Schön von Prinz. Nutzt da die Schwäche von Snake in der Luft aus. Und wird von der Down Air getroffen von Akuma. Da hat er wahrscheinlich gedacht, dass er nicht von der getroffen wird. Sehr schön von Sigi. Das sieht doch gerade mal sehr gut für Sigi und Prinz aus. Schön von Sigi. Zero ist schon draußen. Das sollten Sigi und Prinz in der Tasche haben. Gut in mir fehlen die Worte, egal, ihr wisst, was ich meine.
Auf Battlefield geht's weiter. Zero mit den schönen Kombinationen der Slew Time. Und Ziggy mit Buy to Grab. Ich weiß gar nicht, ob das garantiert ist. Es scheint, ja, Ziggy sagt ja, er kann mir noch antworten. Sehr schön von Ziggy gemacht. Akuma scheint ein bisschen geduldiger jetzt zu spielen. Und die Nähe von Zeusuit. Oh, die Nähe von MK. Und eine AB. Das könnte es sein. Oh, nee, der Tornado war ein bisschen falsch platziert. Sehr schön von Prinz gemacht. Sehr, sehr schön. Er hat damit quasi Sigis Leben gerettet, weil der Grab Release to Bear, Up-Tilt oder was auch immer den sicheren Tod für Siggi gemeint hatte. Aber jetzt ist er eh gestorben. Ein schöner Fahrt wieder von Siggi. Ich liebe es, wenn er furzt. Sehr schön von Zero gemacht. Schön die Air Dodges abgewartet und das Movement, das vertikale Movement von Zero Suit sehr gut ausgenutzt und mit einem Up-Air gekillt. Alles klar, Bloody, bye bye. Oh, und da killt Zero mit der Side B Akuma. Und der Grab von Ziggy sind näher. Tornado mal wieder. Eigentlich sollte Tornado gebannt werden, nach dem, was gerade so in Amerika abgeht. Aber egal. Ziggy muss auf die C4 aufpassen. Und die näher. Sehr schön, wie Ziggy und Prinz hier Zero unter Druck setzen. Und die AB. Oh. Oh. Da killt die C4 Zero und Prinz. Es ist noch relativ even. Und da stirbt Ziggy. So. Und da stirbt Zero. Wenn das nicht mal Akuma mit sehr schöner DI. Und jetzt holt sich Zero das Stock. Ob das so gut war? Okay, wenn Akuma das Stock halten kann noch ein wenig, dann... Oh, da hätte der Appsmash um ein Haar fast getroffen. Und da stirbt Akuma. Schön von Prinz. Ja, sehr schön gemacht von Prinz. Oh, der Waft. Schön von Prinz. Oh, das war riskant. Oh, und Prinz überlebt das. Sehr knapp von Ziggy. Vielleicht sollte er nicht so viel riskieren. Down Smash und... Sie haben gewonnen.